Ja, hallihallo. Es ist endlich soweit. Der Storch ist fertig und steht hier neben mir in seiner vollen Größe und Schönheit. Er ist etwas über 2 Meter groß geworden und hat allerlei schöne Spielereien. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier an diesem A ziehe, dann. Hallo. Huhu. Kann er den Stapel bewegen? Und das Ganze soll ja eine Lostrommel für eine Apotheke in Berlin sein. Das bedeutet, dass man irgendwo die Lose einwerfen können sollte. Und das kann man, wenn man an einem Strick zieht, der an der Decke angebracht sein wird. Heben sich die Flügel und man kann dann praktisch hier in den Plexiglas verkleideten Bauch, in diesen Einwurfschlitz, das Los einwerfen. So einfach passiert es. Und wenn dann über Monate hinweg ganz viele Lose da drin sind, dann wird der Preis verlost. Ja, morgen geht's los nach Berlin. Und dann wird übermorgen aufgebaut und dann ist er fertig. Wenn ihr einen Vorschlag habt, wie der Storch heißen könnte, dann freue ich mich. Der hat ja hier so dieses Apotheken-A als Amulett. Vielleicht fällt euch was zum Namen mit A ein. Ich bin mir noch sehr unsicher, aber vielleicht könnte er Adelbert heißen oder Alphons oder Arnika würde ja zur Apotheke passen, oder? Naja. Ja, also, so sieht er aus, so geht er nach Haus. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich halte euch auf dem Laufenden.